So. Boah, 500 Zuschauer, das Ganze an den Rekord, jedenfalls sind bitte hier 6 Streams, glaube ich. Keine Ahnung. Ich hab Bock auf Azili. Tatsächlich hat einer gesagt, dass ich Azili so wenig nutze. Wir nehmen sie tatsächlich als Cat-Skin. Ich hab Bock auf noch eine Koop-Mission. Ouch, auf schwer. Da bin ich mal gespannt, ey. Alternative Blumenrunden. Das heißt, wir müssen schnell in der Mitte ein U-Boot auf Plutonium-Reaktor setzen. Okay, was wollt ihr? Ihr könnt entscheiden. Magic, nur Zauberaffen oder alternative Blumenrunden? Ich habe keine Meme, nein. Du kannst anklicken, was du haben willst, oder nicht? Kann man. Wenn du das anklickst, dann bekommst du aus der Kiste genau diese Insta-Affen raus, die du angeklickt hast. Da ich aber, wie gesagt, die meisten Insta-Affen noch nicht habe, nehme ich erstmal einfach alle mit. Na, da klicke ich nicht drauf, dann kriege ich irgendwelche. Dann kriege ich auch welche, die nicht vorgestellt sind. Okay, die meisten waren tatsächlich Magic. Alles klar. Dann Magic nur Zauberaffen. Ich poste euch den Code in den Chat. Vielen Dank, Leute. Ist Azili nicht total schlecht, weil sie dein Leben klaut? Azili ist ein sehr interessanter Held. Sie ist strategisch ziemlich gut. Sie kann Tarn und Metall sofort am Anfang kaputt machen. Ich poste euch den Code in den Chat. Los geht's. Kann man den Insta-Affen nur einmal spielen? Nö, du kannst die Insta-Affen unendlich oft bekommen und unendlich oft spielen. Skullgamer, Lenny und Martus sind am Start. Die beiden unteren haben einfach im Fall Benjamin. Ich drücke auf immer aus Versehen zu senden, wenn ich eine neue Zeile anfangen will. Tu es halt nicht. Techboy, willkommen bei Mini Hunters. Vielen Dank für deine Subscription, mein Lieber. Hier, ihr könnt alle mal Ninja-Affen bauen. Oh, wir kamen alle auf dieselben Ideen. Witzig. vielen Dank, Martus. Ich wollte den Ninja-Affen erstmal hinsetzen. Wir bräuchten auf jeden Fall. Hier habe ich einen. Und hier unten wäre noch ein Ninja-Affen ganz gut. Da, wo mein kleiner Mauscursor ist. Die Frage ist, welcher Experte mal kommt jetzt diese oder eine Werkstatt, also auf Chimps? Tatsächlich würde ich sagen, dass Werkstatt einfacher ist. Als Ouch, Freaksy. Und du kriegst dein Geld wieder, damit du Benjamin setzen kannst. Einfach aus dem Grund, dass du bei Werkstatt. Einfach die zusätzlichen Gebäudedinger da noch hast. Ist es möglich, den schwarzen Sonnengott Insta-Affen zu bekommen? Nein, Falke. Der schwarze Sonnengott ist eine Entwicklung aus dem wahren Sonnengott. Ne? Das heißt, wenn die Leute sich freuen, dass sie den wahren Sonnengott bekommen haben, der ist eigentlich ziemlich nutzlos. Weil sowohl der 5 als auch der 4er Superaffe, also die beiden sind als Insta-Affen einfach nur absolute Grütze. Der immer noch besser als der, weil den kannst du wenigstens noch pushen, indem du welche opferst. Aber die Türme an sich sind einfach super schlecht. Ja, muss man sagen. Hast du eine Zielverzögerung von etwa 8 Sekunden, ja. Ach, Noah, du bist ja übrigens EricBTD6, ne? Ist mir gerade aufgefallen. Du hast ja zwei Accounts, das heißt, dein Noah Meyer werde ich mal ganz kurz wegbannen. Das heißt, mit diesem wirst du nie wieder einen Kommentar auf meinem Kanal schreiben können. Und solltest du dich mit dem Account EricBTD6 nicht auch noch langsam mal vernünftig verhalten? Und nicht ständig so passiv-aggressiv sein, dann wirst du auch mit diesem Account nie wieder bei mir schreiben können. Nur mal so als kleine Information. Machen wir Koop, Autsch. Heißt das eigentlich Hashtag Autsch? Ja, aber. Autsch, nur Zauberaffen. Gerade aufgestanden, erstmal den Stream angemacht um 15.50 Uhr. Alles klar, guten Morgen. Wäre es nicht besser, den Code nicht in den Chat zu schreiben, damit jeder die gleiche Chance hat mitzuspielen? Was wäre denn dein Vorschlag, Dito? Damit jeder die gleiche Chance hat mitzuspielen? Nice. Spiele seit 3 Tagen BTD, darf ich trotzdem versuchen, in deine Runde zu kommen? Na, sehr verständlich. Jeder darf sofort versuchen, in die Runde zu kommen. Und jetzt werden wir noch Skull Gamer das Geld spenden, damit er seinen Benjamin setzen kann. Und warum kommt, wenn ich Koop spiele, das Spiel so nicht kompatibel? Das ist eine gute Frage, Conan. Hast du es denn gekauft im Original und hast du schon geupdatet auf die Version 16? Oh mein Gott, ich habe einen aus einer Diamantkiste 205 Legende nachbekommen. GZ, Jake. GZ. Das ist für mich ein sehr guter, der beste 5er Zweigaffe, den man bekommen kann.
Glückwunsch, kannst du mit Tipps vom Platz vorgehen, weil ich diese Mission bei BT6 nicht schaffe. Einfach meine Videos gucken, kann ich dir nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall gut gesetzt. Stimmt, könnte man auf jeden Fall auch machen. Du würdest als Lehrer durchkommen? Nee, will ich nicht. Habe ich echt sehr keine Lust drauf. Das macht keinen Sinn, 570 Likes zu schauen, 500 Views auf gut geklickte Videos oder wie? Tja, Cedric. YouTube ist YouTube, ne? Die Handyspieler haben keine Chance. Okay, Tutsulan. Das heißt, es wäre also besser, wenn ich... Gehen wir mal davon aus. Was wäre deine Alternative, Tutsulan? Ich lasse den Code im Stream offen. Dann müsst ihr euch den Code merken. Rüber tappen zur Mobilversion. Und den da eintippen und euch alle 7 Zeichen merken. Und das ist besser. Es macht Spaß, mit dir zu spielen. Ja, kein Ding. Es macht auch Spaß, mit euch zu spielen. Wenn du den Code offen lässt, würdest, müsste jeder den Code abschreiben und somit hätte jeder die gleichen Voraussetzungen. Ist das so, Dito? Ich habe 2 Monitore. Links habe ich BTE6 und rechts habe ich den Stream-Monitor. Ich kann BTE6 offen haben und den Stream gleichzeitig. Das heißt, ich kann abtippen, während ihr am Handy das nicht könnt. Okay, meinetwegen kann ich es auch machen. Probieren wir das nächste Mal wieder. Ist kein Thema. Du, ich bin ja flexibel. Ist ja nicht so, dass ich es nicht machen würde, aber es ist einfach unlogisch. Warst du fleißig in der Schule? Na, geht so. Bei den Fächern, wo ich mich dafür auf jeden Fall begeistern kann, ja. Ansonsten halt eher Durchschnitt, würde ich mal sagen. Das Wasser entfernen kannst du auf jeden Fall mal machen. Habe ich vorher noch nie gemacht. Tatsächlich. Würde mal sehen, was da drunter ist. Wahrscheinlich einfach nur... Sure. Entfernen wir mal das Wasser. Es wurde abgesaugt, das Wasser. Ja, lieber nett zensieren. Ach du, egal was ich mache, ist immer falsch. Wir lassen den Code beim nächsten Mal offen. Das ist kein Problem. Oh, ich bin ja flexibel, ne? Ist ja nicht so, dass ich da ein Problem mit hätte. Mir ist es egal. Ich finde meine 3 Leute. Egal, wo ich den Chat reinschreibe. Ob jetzt in den Chat oder ob ich ihn offen lasse. Mir ist das im Endeffekt ziemlich schnuppe. Ich gehe in diesem Fall davon aus, dass man im Besitz eines zweiten Monitors ist. Siehst du gehst davon aus, Tito. Aber nicht jeder hat erstmal Geld für einen Rechner überhaupt. Ja? Und dann gehst du davon aus, dass jeder einen zweiten Monitor besitzt? Uff. Da setz dich aber ins Fettnäpfchen. Wieso hast du 3 Helden, weil das Koop ist, Florian? Aber feier dich, Mega. Vielen Dank. Ich habe nur einen Bildschirm mehr. Auf BC kannst du viel schneller schreiben, so sieht's aus. Hi, Love Dion, mir geht's gut und dir? Als ob ihr so ein Drama draus macht. Och, wow, ein bisschen Unterhaltung. Ein bisschen Klatsch und Tratsch. Los, wünsch mir einfach für den Runden aus, das ist sicherlich. Ich will mir keinen Stress machen, Richter. Geil, DB, vielen Dank für deine 2 Euro per Superchat. Hallo, wollte mal was zurückgeben. Du hast mir schon 2 Spiele geschenkt. Das ist erstmal schon viel, ne? Das ist super viel. Du gibst mir einfach, das reicht auch schon, wenn du die Videos anguckst, ohne Adblocker. Das würde einfach auch schon auch ausreichen, ja. Wenn du was geben möchtest. Aber es ist natürlich deine Entscheidung. Wie viel Totems willst du zum Stream schaffen? Keine Ahnung. Das ist ja nicht, ich werde jetzt 5 Millionen Totems schaffen, dass ich die auch schaffe. Nice. Schneidest du deine Videos? Selten, Electronics. Ich habe heute übrigens den Stream vom Vormittag, den angespielten Stream mit den Sexinhalten. Der mich Erotikspiele. Ich habe das vorher nicht gesehen. Ich lasse es gerade von YouTube schnippeln. Das ist alles Szenen, wo halt irgendwie übermäßig große Brüste und... ihr wisst schon, die Leute, die dabei waren, wissen, was ich meine. Das habe ich halt rausgeschnitten und YouTube verarbeitet. Den Stream wird bestimmt noch ein paar Stunden dauern. Und dann kommt der wieder online. Adblocker geht bei mir bei YouTube gar nicht. Und verloren. GG. Er ist einfach durchgelaufen. Einfach durchgelaufen.
Na, mal schauen. Ja, Oben ist ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Der sollte lieber in die Mitte gehen. P2, ich würde dir raten, einfach Oben zu verkaufen und ihn in die Mitte zu setzen. Weil alles andere wäre ziemlicher Unsinn. Davon profitieren zwei Affen statt 6 oder 7. Wie viel kriegst du pro Werbung? Kannst du rechnen, alle 1000 Werbeeinblendungen 1 bis 2 Dollar. Das ist fast nichts, Lennart. Werbung ist... Du musst da wirklich echt viele Views haben, damit sich das lohnt. Ja, auch Bände, wir sind für die Moabs. Wegen dem Trojaner, ne? Und setzt du Oben? Da kann man nur Autsch sagen. Ist so. Martus, du hast noch ein bisschen Gold. Du kriegst noch ein bisschen was dazu. Vielleicht hast du 2600, was du aber machen kannst. Ist Adblocker nicht illegal? Man blockt dir einfach die Werbung. Dadurch können die Personen, die zum Beispiel Seiten erstellen, kein Geld dafür. Nö, illegal ist es nicht. Hab gestern kleine Lust bekommen. GZ Florian, ja, viel Spaß mit deinen Emojis. Ja, ich werde den Dreamplayer mal... Scheinbar, Dreamplayer, wurden dir schon ganz oft die Fragen beantwortet. Lies einfach mal bitte den Chat. Na, mal schauen. Im P2, kannst du mir bitte Geld geben? Du meinst für Oben, habe ich vorhin schon gemacht, ne? Hi, Ex-Mensch, na? Was würdest du für BTD7 wünschen? Story-Mode wäre echt cool. Hi, Connor. Wie viel Diamanten kann man öffnen? Unendlich Star-Champ, so oft wie du es schaffst. Geil, DB, nochmal 2 Euro per Superchat. Das ist die allerletzte Spende. Ich danke dir, mein Lieber. Oder meine Liebe. Hm? Vielleicht bist du auch eine Frau. Wie kann mitspielen? Wenn ich Koop spiele, dann poste ich euch entweder den Code in den Chat oder ihr werdet ihn sehen und könnt dann reinjoinen ins Spiel. Derjenige, der schneller ist, kommt halt rein, ne? Ich weise die Leute aber darauf hin, dass es schön wäre, wenn die Leute, die schon mal mitgespielt haben, nicht nochmal reinkommen. Zumindest für eine Woche. Oder für die aktuell laufende Woche, damit auch alle mal eine Chance haben. Weiß nicht, ob es klappt. Lennart, das habe ich dir vor 2 Minuten beantwortet, wie viel ich pro Werbung kriege. Wer hat alles kleine Loons freigeschaltet? Weiß ich nicht. Wie ihr kleine Loons freigeschaltet bekommt, Ausrufezeichen klein und große Loons, Ausrufezeichen zu, Ausrufezeichen groß. Da kriegt ihr die Informationen. Gibt es bei den Updates regelmäßige Abstände, so 1 bis 2 Monate. Alle 1 bis 2 Monate kommen die Updates. Ich muss sagen, dass das Argument nicht falsch ist. Wahrscheinlich habe ich dazu egoistisch gelernt, dass ich die Möglichkeit habe, 2 Monitore zu haben. Dito, es ist völlig egal, was wir tun oder was ich tue. Es wird immer Leute geben, die benachteiligt sind. Das ist im Endeffekt völlig egal. Deswegen tue ich das, was mir am liebsten gefällt. Wenn ihr sagt, okay, ich soll den Code mal öffentlich machen. Im Endeffekt ist es mir völlig egal. Ich kann den Code auch die ganze Zeit öffentlich lassen. Mir ist es egal, ich finde meine 3 Leute. Und es wird immer Leute gehen, die unglücklich sind. Definitiv. Ja. Immer. Egal, was du tust, auch im echten Leben. Es wird immer Leute geben, die unglücklich sind. Mit dem, was du tust. Man muss damit klarkommen. Was ist eigentlich nochmal dein Rundenrekord? Ausrufezeichen Rekord, Pascal. Denkst du, dass der Sauger wieder kommt? Mal schauen. Das wäre natürlich cool. Allerdings etwas weniger stark als im BTD5. Ähnlich wie der Pionier. Der wurde ja auch extrem genervt. Wobei er auch gut sein soll. Ich bin Russe. Okay, Benjamin. Ich bin ein Junge. Alles klar. Dann vielen Dank für deine 2 Euro von Fein. Paul, vielen Dank für deine 10 Euro per Superchat. Hallo, hast du reingeschrieben. Hallöchen, Paul. Herzlich willkommen in diesem Stream. Deinen Namen habe ich noch gar nicht gelesen vorher. Zumindest in vorigen Streams. Das heißt, du bist tatsächlich neu. Willkommen, lieber. Wird das Spiel nicht auf Dauer langweilig? Deswegen streame ich es ja, Missito. Weil ich immer den Chat dabei habe. Bringt das was, den Support anzuschreiben und die Schreibfehler, die im Spiel sind, zu beheben? Kannst du machen, ja. Vielleicht habe ich genug Geld. Die werden es sicherlich irgendwann mal beheben, die Lokalisationsprobleme. Probier's einfach. Was kann schaden? Moin, Dieter.
Skills, hör bitte auf, sowas zu verbreiten. Das ist nämlich nicht legal. Es gibt BT6 nicht kostenlos, Leute. Könnt ihr vergessen. Gamepad, vielen Dank für deine Subscription. Willkommen bei den Mini-Hunters, mein Lieber. Mit welchem Level haben alle Figuren freigeschaltet? Kommt drauf an, wie schnell du sie levelst. Kannst bestimmt schon mit Level 30, 40 die Dinger alle voll haben. Ich habe keinen Bezug mehr dazu, ist schon Ewigkeiten her. Moin Moin, jetzt schon selbst bitte 6 und dein Stream nebenbei schauen. Nice Triss, na dann, viel Spaß dabei. Hallo Maxi, AK Leon. Ich spiele gerne mal ab und zu im Bus auf dem Weg zur Schule eine Runde. Echt sowas? Ja, weiß nicht, ich könnte auf dem Handy nicht spielen. Doch, über... darfst du auch nicht. Nein, X-Gamer, es ist nicht legal. Glaubt mir, Leute, wenn ihr BTD6 kostenlos bekommt, abseits von der Steam-Version, die Steam-Version wird wahrscheinlich niemals kostenlos sein, sondern irgendwie immer reduziert sein, oder die mobile Version, die hin und wieder mal kostenlos war, gibt es keine Möglichkeiten, legal an BTD6 zu kommen. Alles, was ihr tut, ist illegal und schädigt Ninja Kiwi. Die kriegen nämlich dann kein Geld für, für den Programmieraufwand, den sie getätigt haben. Lasst es, kauft es euch einfach und fertig. Wenn man dann ganz lange Mini hat, das wird man auch irgendwann auch groß. Vielleicht. Wie viel Todes braucht man pro Diamantbox? Ich glaube 80? Hat einer schon die Diamantbox bestimmt, war? Ich glaube 80 oder so war es immer gewesen. Wie viel war dein Lieblingsaffe? Ninja ist bei 11,1 Millionen und das U-Boot ist bei 13,2 Millionen Erfahrung. Kannst du bitte taktisch zeigen, die du auf der Map Stämme genommen hast, der PGP-Maus mit dem Ninja, Wurfeifen, Alchemisten und U-Boot? LOL, dieses Video wird es auf meinem Kanal geben. Das ist der Grund, warum ich davon Videos mache. Damit ich mich nicht dusselig vollquatschen müsst, sondern einfach selbst danach gucken könnt. Einfach mal auf meinem Kanal nach Stämme suchen oder Doppel-GP-Mobs oder wie auch immer. Ich schreibe ja, wie die Maps immer heißen und den Modus immer exakt in den Videotitel. Das ist übrigens genau der Grund, Freunde, warum ich das tue. Viele fragen ja immer, ey, warum machst du das? Du ladest doch einfach als ganzen Stream hoch. Nein! Als ganzen Stream wird das total bescheuert. Ja. 70 Totems, sagen sie, okay. 70 Totems braucht ihr. Das heißt, zweieinhalb schwere Missionen auf Expertenmesse. Gucke alle Videos. Nice, freut mich. Waren das 75? Einige sagen 70. Ich denke, 70 wird okay sein. Dann denkst du, dass BT6 wieder kostenlos kommt? Keine Ahnung. Vielleicht in ein bis zwei Jahren. Kannst du gleich auch mal einen Platz verschwinden? Das gibt auch mehr Token. Ja. Schauen wir mal. Ich hätte Bock auf einen Platz tatsächlich. Wir machen gleich mal eine Platzmission. Ich habe nämlich Lust, die Shinobi-Taktik mal wieder zu benutzen. Oder nee, die Zorn-Avatar-Druiden-Taktik. Da habe ich total Lust drauf. Ich kann mit dem Geld irgendwie nichts anfangen. Hier wird es ja. Ich hätte aber bitte nochmal erklärt. Was? Ich hätte aber bitte nochmal erklärt haben. Nee, dafür habe ich das Video gemacht. Ich kann nicht für jede Map, für jeden Modus immer wieder Zeit investieren, es neu zu erklären, wenn ich es im Video getan habe. Sorry, Leute. Ich mache mir eben eine Pizza warm, bis gleich Pizza. Wie kann man schnell Level? Ausrufezeichen Erfahrung, Ben. Wie ihr schnell Affengeld farmen könnt, Ausrufezeichen Geld in den Chat. Warum hast du mehrere in einem Match? Poldi, weil das Koop ist. Weißt du, warum die Runde 78 viel schwerer ist als die Runde 80? Weil dort andere Balloons kommen als Runde 80. Und Runde 80 kommen nur zwei Z-OMGs. Ist ja lächerlich. In Runde 78 kommen wahnsinnig viele Keramik-Balloons und Herzen. Deswegen ist es schwieriger. Kann man kommt den schwarzen Sonnentempel machen? Kann man machen, Fabi. Ihr seht, auch Runde 63 ist schwieriger als Runde 1. Ist ja irgendwie logisch, oder? Oder Runde 63 ist einfacher als Runde 64. Weil einfach in bestimmten Runden einfach immer bestimmte Balloons kommen. Das ist irgendwie klar, ne? Was ist denn Hassaffe? Den ich sehr ungern benutze, ist Klebstoff und Bombenturm und Eisaffe.
Der Sauger wird bestimmt wiederkommen, ja. Wenn du Werkstatt auf Chimps heute schaffst, bekommst du 1 Euro. Wow. Das ist ein richtig krasser Anreiz dafür. Findest du auch, dass Elsie für alternative Blumen gut ist, wegen der Tarnlieds am Anfang? Kann man benutzen. Aber gleich am Anfang kommen noch keine Tarnlieds. Kommen erst ein bisschen später. Da würde ich wahrscheinlich eher sowas wie Ninja Affe Alchemist empfehlen. Und dazu halt Oben. Tatsächlich finde ich Elsie wahrscheinlich eher nur ein Doppel-GP-Mobs richtig geil. Oder ein Platzwort für den Bad. Mit dem Mob-Fluch. Die Map heißt Ouch. Frosch aus Feuer. Na, hier sieht man es leider nicht, schade. Klebstoff und Eisstoff sind sehr hilfreich. Ja, ich habe sie bisher noch nicht allzu oft benutzt. Bin einfach kein Freund davon. Ist einfach so. Kannst du einen Druiden bauen? Na, selbstverständlich. Spielst du gerne das freie Spiel? Nope. Ziemlich sinnlos. Außer halt, um herauszufinden, wie weit man kommt, ist das ziemlich sinnlos, weil es einfach keine Erfahrung gibt und super Zeitverschwendung ist. Für das Achievement Support zu farmen, ist ganz cool. Aber das passiert auch irgendwann über die Zeit automatisch. Hau rein, Nico. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Gut, Connor und dir? Sondern aber das ist echt geil mit dem Alchemisten und natürlich einem Affendorf kann er ein Wehrbett holen zu geben. Das war auf Affendorf, aber das Problem ist halt, dass er bei BDTs nicht raged und kein Damage. Klar, tut er. Deswegen hast du hier Oben dabei. Weil Oben auf Stufe... welche Stufe ist denn? Hier auf Stufe 18. Alle Zaunruinen starten jede Runde mit 200. Das heißt, automatisch sind sie ziemlich aggressiv gleich am Anfang. Deswegen nimmt man immer Oben mit, weil Oben sie auch noch zusätzlich buffen kann. Warum ist Out schwieriger als Mattpfützen? Wer sagt sowas? Muss nicht sein. Immer persönliche Präferenz. Ich bin krank. Meinst du krank? Dann gute Besserung. Hi Gurke. Ich habe mit meinem Bruder einen schwarzen Song gemacht und einen zweiten normalen Song GZ. Hast du doppeltes Geld an Marius? Nope. Und wie auch dir schon ganze Welt gerade schreibt. Oh, halbe Welt. Ist das eine Anspielung auf halbe Welt, ganze Welt? Funktioniert doppelt Geld in Koop nicht. Steht auch immer gleich am Anfang da, wenn du Koop beitrittst. Welcher Affen ist gut für Tarnbleibloons? Der Ninja-Affe in Kombination mit dem Alchemisten. Ah, den auf dem Säure-Mix auf jeden Fall schon mal. Und dann kann er ohne Probleme die Tarnlids kaputt machen. Hi Suppenmaster, was heißt GZ? GZ das Grieß, also sowas wie Glückwunsch. Aus welchem Bundesland kommst du? Einfach mal Ausrufezeichen Fragen eintippen, Linus. Der Stream-Element-Bot postet dir ein Dokument, da steht ziemlich viel über mich drin. Könnt ihr euch ein bisschen belesen. Denkst du, dass der Sauger wiederkommt? Habe ich in den letzten 5 Minuten schon 3-mal beantwortet? Ja, ich denke, er wird wiederkommen. Allerdings nicht so stark wie im BTD5. Ich war die ganze Woche krank und hatte gestern ein Fußballturnier. Erstmal dort 2 Tore gemacht und den Torwart Hops genommen. Aber wie geht das, wenn du krank warst? Darfst du doch gar nicht, du Schwänzer. Schwänzt die Schule, aber machst das Vergnügen, ja? Ja, ja. Hi, Janis. Was ich funny finde, ist, dass ich das gesamte Jahr über nie krank bin, außer ich habe Karneval gefeiert. Habt den Karneval gefeiert? Also ich ja natürlich nicht, wie jedes Jahr wieder. Weil es mir einfach irgendwie ziemlich egal geworden ist. Boah, Alter, P3 ist ein bisschen am Rumlecken. SpaceX, vielen Dank für deinen 2 Euro per Superchat. Mach mal einen Comment für Abkürzungen. Ausrufezeichen Commands. Dann habt ihr die Übersicht vom Stream-Element-Spot, welche Befehle es gibt. Oder wie meinst du das? Meinst du GZ oder so? Einfach googeln.
Wir machen mal den Test. Ich gehe jetzt auf Google, google.de und gebe GZ ein. So, GZ Dictionary. Der Ausdruck wird überall vorwiegend im Internet verwendet und ist sprachwissenschaftlich nicht erfasst. In der gesprochenen Sprache findet GZ eher... steht hier nicht mehr. Doch, da. Er kann die Verwendung, die Schreibweise sich nicht verbinden kann, variieren. Bedeutung... Gesprochen, ironisch, Glückwunsch, geschrieben, Glückwunsch, Gratulation. Gesprochen, ironisch, interessant, geschrieben. Glückwunsch, Gratulation. Wie wär's denn, einfach mal anfangen zu googeln? Ja, einfach ein bisschen Eigeninitiative zeigen zur Informationsbeschaffung. Hallo RNM. Ein Container ist ja gebraucht, ne? Sieht bisher eigentlich gar nicht verkehrt aus. Das hättest du vom 023 Zauberhafen. Cool. Gefällt mir. 024 ist natürlich noch besser. Aber 023 haben wir schon mal gut gegen Tarnblei. BDB7 kommt frühestens 2025. Ich finde den Command geil. Hast du von Coronavirus Angst? Nö. Warum so... Oh, puh. Warum sollte ich? Ich lasse mich überraschen, was passiert. Ich kann dagegen eh nichts tun. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Was ist denn der beste Affe zu jedem Blun und Morb? Die Frage ist zu... Stell mal eine Ex eine leichtere Frage, die man einfacher beantworten kann. Darüber könnte ich nämlich sonst 20 Minuten reden. Wie findest du den Panzerhelden? Kann man benutzen, aber ich benutze ihn und Striker Jones am allerwenigsten. Verstehe, ich habe ja Ezzy. Ezzy hätte ich vielleicht ein bisschen mehr am Anfang setzen sollen, weil sie ist irgendwie am Ende irgendwie ein bisschen doof. Gerade am Anfang wäre sie viel besser. Bei mir im Laden in der Nähe wurde das ganze Wasser ausgekauft. Ich war gestern Abend nochmal einkauft im Edeka. Ich hätte es irgendwie schlimmer erwartet, aber als ich gesehen habe, ist das keine einzige Packung Mehl mehr da gewesen. Das heißt, die Leute haben sich eingedeckt, um sich selber Brot backen zu können. Oder Brot kneten zu können. Keine Ahnung, wie man sich dann Brot backt, wenn es auch keinen Strom mehr gibt. Ich gehe immer vom Worst Case, also wirklich Strom. Stromausfall. Ich gehe immer davon aus, es gibt keinen Strom mehr. Da mögen wir nämlich eigentlich Mehl auch ziemlich wenig. Hab mir gestern wieder lecker Pesto geholt für Pasta. Pesto-Pasta. Ich habe mir gestern lecker selbst Hawaii-Pizza gemacht. Alter, die schmeckt richtig geil. Die schmeckt leckerer als meine Paprika-Pizza und noch viel leckerer als die andere vegetarische Pizza, die ich damals gemacht habe. Die schmeckt richtig gut, ey. Aber da ist jetzt irgendwie so richtig ordentlich Käse drauf. 100 Gramm Käse ist mir ein bisschen zu wenig gewesen für so ein ganzes Blech. Aber ich bin auch totaler Käseliebhaber. Grippe ist schon schlimmer als Corona, aber mit Corona gibt es kein Heilmittel. Das ist das Schlimme daran. Naja, was ist denn das Tödliche an Corona? Denn der Name ist ja nicht tödlich, es ist einfach eine Lungenentzündung. Na, was heißt einfach eine Lungenentzündung? Es ist eine Lungenentzündung, die halt auch tödlich verlaufen kann. Aber eine Lungenentzündung kriegst du auch ganz normal. Du kannst doch ganz normal in deinem Leben eine Lungenentzündung kriegen. Ich meine, was machst du denn da als Lösung dagegen? Ja? Wenn du eine Lungenentzündung hast, was machst du dagegen? Das ist genau das gleiche, wie wenn du Corona hast. Ich bin gespannt, was passiert. Bist du Vegetarier? Nee. Ich habe gestern, wie gesagt, Hawaii Pizza gegessen. Schön mit Ananas und Schinken. Aber ich esse auch gerne mal vegetarisch. Das schadet auch nicht. Ich hasse Ananas auf Pizza. Oh, ich liebe Ananas auf Pizza. Super lecker gewesen. Wenn jeder zweite Lungenentzündung hat, was dann? Wenn jeder zweite die Pest hat, was dann? Was ist das für eine rein hypothetische Frage, die wahrscheinlich auch niemals auftauchen wird? Oder niemals eintreten wird. Weil die Leute einfach auch ein Immunsystem haben. Es ist ja nicht so, dass jetzt einfach mal so ein Bakterium anfliegt oder ein Virus anfliegt und hey, ich hab Bock auf eine Lungenentzündung, ich geb dir mal eine. Also, dass du krank wirst, hat ja auch schon mal erstmal ein paar Gründe. Du musst halt anfällig dagegen sein, dein Immunsystem muss geschwächt sein. Und das und das und das. Also, wenn du halt ein schlechtes Immunsystem hast, schwache, alte, kranke. Interessanterweise, Kinder unter 9 Jahren betrifft dieser Coronavirus kaum. Was ich echt interessant finde.
Wenn ihr jetzt weiter tot ist, was dann? Dann würde es dem Klima auf jeden Fall erstmal wieder besser gehen. Würde ich mal sagen. Seit wann ist die Mitte zu betoniert? Das Wasser wurde abgelassen, no one, weil wir $1000 bezahlt haben. Oh, erstmal strecken. Oh, das tut manchmal einfach so gut. Oh, herrlich. Moin und Glück für, und viel Glück für morgen. Du studierst da, oder? Exakt, David, vielen Dank. Mit Glück hat das wenig zu tun. Die erste, also es sind ja nur Vorlesungen erstmal bis zur Klausur. Ich glaube, im Mai schreibe ich meine erste Klausur, wenn ich meinen Stundenplan richtig gedeutet habe. Das heißt, ich habe erstmal noch 2 Monate Ruhe. Wir können auf jeden Fall auch ein Totem setzen. Ach, come on. Okay, zumindest mein Zauberraff ist ein bisschen stärker geworden. Wenn ihr der zweite Darkie ist, was dann? Wenn sie mich essen, meinst du? Korb, Platzer, nice, wir haben 10 Millionen Balloons im Koop-Modus platzen lassen. Coole Sache, wir haben wieder 30 Totems bekommen. Das ist noch geilere Sache. So. 40 brauche ich jetzt für die Silberkiste. Und ich kriege einen 3-0 Hubschrauberpiloten und eine 2-3-0 Insta-Affen. Nice. Und wer berichtet über täglich 20.000 Hungertote? So sieht's aus, Linus. Es gibt auf der Welt Millionen Menschen, die sterben. Täglich. Na, Millionen vielleicht nicht. Hunderttausende. $300 für den Koop-Platzer. Nice. Ja. Coronavirus lässt sich einfach besser ausschlachten derzeit. Kann man einfach mehr Geld mit verdienen. Auf den News-Seiten.